Die Energie- und Wasserwerke Bautzen bauen ihr Fernwärmenetz weiter aus. Noch in diesem Jahr sollen unter anderem das Schiller-Gymnasium und das berufliche Schulzentrum an den Schiller-Anlagen angeschlossen werden. Dafür sind umfangreiche Bauarbeiten auf der Karl-Marx-Straße und dem Postplatz erforderlich, die jetzt begonnen haben und sich bis zum September erstrecken werden. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt. Bereits im Vorjahr waren die Töpferstraße und der Holzmarkt erschlossen worden. 2019 kommt die Bahnhofstraße an die Reihe. Produziert wird die Wärme im sogenannten Energiezentrum an der Thomas-Münzer-Straße, das 2016 in Betrieb genommen wurde. Die Geschichte der Fernwärmeversorgung in Bautzen reicht jedoch bis in die DDR-Zeit zurück, wovon an vielen Stellen oberirdische Leitungsrohre künden.